Hallöchen, willkommen zurück zu Endgame of Devil. Wir spielen auf Stufe 13. Wir werden mit parasitären Pilzen zugeschissen, wie es aussieht. Und lass mal gucken im nächsten Zug, was die so machen. Komm, wir giften demnächst mal. So, was machst du? Okay. Krasser Cooldown von 8, das ist schon mal nicht verkehrt. Alle Minions, die außen rumstehen, kriegen permanent minus einen Attack. Aber auch nur, wenn der größer gleich 5 Attack hat. Das heißt also, es würde momentan niemanden von uns beeinflussen. Grütze fix, wie viele Krankenwägen sind denn heute unterwegs? Sollen wir mal was mit dem Slime machen? Oh. Das wäre unter Umständen interessant. Gib mir mal den Schleim. Alle 4 Züge verspeist er jemanden. Das wäre dann auch interessant. Für die nächste Runde. Ich nehme das jetzt einfach mal mit. Kostenlos Damage, wird schon passen. Wir müssen auf Treasures hoffen, mit denen wir die Attack boosten können. Oh, ich habe keine Removals. Oh. Wo ist der Pilz hin? Der ist nicht aufgefuttert worden vom Schleim, der hat nämlich noch Cooldown. Okay. Das ist anfangs nicht verkehrt. Ah, Doppelschleim ist halt auch so eine Sache. So schnell kommst du, glaube ich, nicht hinterher mit Auffüllen. Guck mal, ob das Schwert überhaupt überlebt. Dass die manchmal null Damage kriegen, ist auch mies. Das ist gut, dass das niemanden getroffen hat. Ja. Ah, Pilz aufgegessen. Nice. Ey, er hat immerhin schon 2, ne? Er hat immerhin schon 2 Damage. Krass. Das absolute Nonplusultra. Ja, mal gucken, ob wir da irgendwie ein bisschen Gift rauskriegen. Kann natürlich auch sein, dass der gleich weggefuttert wird, ne? Okay, wen isst du? Irgendwas da oben ist weggefuttert worden. Und das Schwert ist, glaube ich, von alleine vom Cooldown her weggegangen. Okay, du isst die Goblins und die Murlocs.
Schwierig, schwierig, schwierig. Ich nehme jetzt immer die Teile, die mit am meisten Grunddamage haben. Ganz einfach, weil ich möchte, dass der Schleim da was auffuttert. Aber ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, ist die andere Frage. Haben wir die Scheißdinger hier. Also vielleicht muss ich ein Augenmerk darauf haben, die zu removen, bevor die ihren Cooldown erreichen. Momentan sind sie auf 4. Ich glaube, ich muss mal hier für ein bisschen Gift sorgen. Ne? Die zwei machen mir noch so ein bisschen Sorge. Okay. Vielleicht doch nicht. Schleim crittet. Super. Habe ich eigentlich noch meinen Ogre? Ja, gerade. Und schlüssig, der Ogre ist aufgegessen. Nein, ist noch da. 18, okay. Scheiße. Pilz außer Acht gelassen. Herzlichen Glückwunsch. Gucken, ob es die Mimik überhaupt überlebt. Ach ja, dich haben wir gekriegt, ne? Interessant. Ja, gib mir das Ding hier. Dann würde ich fast sagen, oh, was boosten wir? Was boosten wir? Den Schleim, ne? Andererseits mit Fernkampf. Ja, ich glaube, ich mache das auf Fernkampf. Die Attack wird notfalls sowieso irgendwann aufgefuttert. Okay, per Undead Minion Removal nochmal hier so ein bisschen Zeug. Das ist für euch beide gut. Hast du echt den Pilz gegessen? Ja, moin auch. Okay, eine Pilz wird auch nächste Runde removed, würde ich sagen. Nächste Runde am Verspeisen. Dich nehme ich mit, weil du 5 Attack hast. Du futterst dir einen Attack rein. Mhm. Oh.
Okay, nehme ich das Ding. Oh Mann. Alles auf Schleim. Warum hat der gerade Attack bekommen? Keine Ahnung. Hat nichts zum Angreifen. Wir haben dreimal die Teile bekommen. Wieso das denn? Schleim 52. Okay. Okay. Da sag ich nicht nein zu. Ja! Kackschwammel. Kackschwammel. Ich bin mir extrem unschlüssig, ne? Wie viele Removes habe ich? 7. Oh, er hat 5. Wow, 5 Attack. Geht, ne? Ich wollte gerade sagen, schau mal, was der jetzt gleich isst. Er hat nichts gegessen. Ich hole mal noch einen Schleimi. Er hat nichts gegessen, weil er nicht auf dem Board ist, ne? Da ist er auf dem Board. Dann isst du jetzt das Ding da unten auf. Versuchen wir mal damit die Burst Worms zu treffen. Und notfalls werden die halt auch weggefuttert. Okay, da oben der Pilz sollte weg. Du hast 8 Damage. Nice. Oh, ich habe keine Removals. Crap. Ich weiß nicht, ob das stackt mit meinem eh schon krippenden Dude, aber hey. Gucken wir mal. Mit 3 Schleimen könnte das doch so ein bisschen werden. Zwei Golems, no. Ja, gib mir noch mehr Schleim. Unser Deck wird momentan zutentakelt. Self-Remove ist okay. Wobei ich es auch sagen könnte... Mach die 2 raus. Der Pilz bleibt erstmal.
Die werden gleich, alle futtern. Das Ding nehme ich jetzt mit. Ich kopiere mir einen Schleim. Angriffskraft wirklich kopiert. Okay. 7. Ich habe eh keine Removes. Also muss ich das jetzt einfach so durchziehen. 9, okay. Alles für den Schleim. Alles für den Schleim. Die Mimics werden sofort aufgebrochen. Passt also. Noch mehr Sacred Golem Schnodder. Gib mir das Schleim. Ich weiß halt nicht, ob die sich gegenseitig essen können. Aber das wird sich noch rausstellen. Ich hab noch einen Dragon Turtle, nehme ich mit. Ich skippe jetzt mal die Remove-Teile, die Recruit-Teile. Außer es wird ein Schleim angezeigt. Ich habe 6 Pilze, wow. Du. Dich nehme ich jetzt mit, weil du eine gute Angriffskraft hast. Dich nehme ich auch mit, weil du Potenzial hast. 49. Alter Lachs. Ich glaube, ich muss das Ding hier removen. Ja, 5 davon. 2, 6. Du bist auch noch am Start. Oh, wir sind tot. Ich habe gar nicht drauf geachtet. Ja, ich glaube, Schleim ist eine interessante Sache. Ich versuche mal nochmal einen Schleimi-Gedöns. Wenn sich's anbietet. Ach, ich habe kein Removal. Den habe ich jetzt nur genommen, um wirklich alles angreifen zu können. Wir brauchen Drachen. Wir brauchen definitiv Drachen. Alle 3 Runden würden die 10 Damage dazu kriegen. Das hört sich doch feierlich an. Okay. Mehr Rekrutierungsoptionen klingt nicht falsch. Oh,
Okay. Das Schöne ist, das triggert natürlich auch, wenn ich die Pilze remove. Zack, plus 5. Nice. Ich glaube, ich muss ihn nehmen, auch wenn wir momentan nichts Giftiges haben. Aber das Schöne ist, wir haben jetzt die Option Gift. Wow. Gift und Drachen. Das klingt vernünftig. Ich möchte Removals bekommen. Okay, dann wird das auf jeden Fall nicht mit Schleim, sondern höchstwahrscheinlich mit Gift laufen. Gib mir gleich mal 3 Gift hier. Ja. Na, er kriegt schon gute Angriffskraft dazu, ne? Calamity and Blood Arrow. Ne, ich gebe mir mal das mit den Mermenien-Möglichkeiten. Come on. Ugh. Da ist ein schönes Remove möglich. Auf 4. Ach so, das ist nicht permanent. Schade. Nochmal hier Schleimi. Nee, Schleimi ist, glaube ich, jetzt die falsche Wahl. Ah, Tentakel. Nee, lass mal hier nochmal gucken. Okay. Murlocs wären jetzt auch eine schöne Sache für uns. Kriege ich wahrscheinlich jetzt nicht. Ja. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, was der Gargoyle macht. Ich glaube, dem habe ich mir auch noch nie so richtig angeguckt. Okay, die zwei kommen jetzt weg. Drei, sechs, vier, sind das die einzigen drei? Ne, ich habe 4 Pilze. Hm.
Dass da kein Warlock dabei ist. Wenn du mal einen willst, ne? Es ist ungut, dass das einfach weggeht. Der, wenn der jetzt kommt, ist der definitiv am Damage senken. Klasse, genau für den Murloc, den ich beibehalten muss. Mehr oder weniger. Auch irrelevant. Gib mir irgendwas Drachiges. Verdammt mich. Nichts Drachiges. Kopieren. Das könnte interessant sein. Stellt sich jetzt natürlich die Frage, wen möchte ich da kopieren? Ihn hier vielleicht, ne? Ja, oder dich. Wave 9 könnte noch funktionieren, dass der mit seinen Standard-Dings gut abgeht. Oh, come on. Oh, Baby Dragon. Oh, okay, der ist etwas seltsam. Hey, der Pilz muss weg. Come on. Ach stimmt, das Messer habe ich ja auch noch. Chimäre würde jedes Mal Gift machen. Alle zwei Runden. Das klingt jetzt nicht verkehrt. Was will ich kopieren? Das ist die große Frage, ne? Du. Wir generieren zu wenig Gift dafür. Du bist jetzt schon auf 26, ja moin. Aber halt Nahkämpfer. Was mit dem Fernkämpfer, den ich beibehalten will? Mehrere. Die trifft er wenigstens von überall. Und dann kopiere ich mir
einen Murdoch. Ja, lass den da auch rausnehmen. Der Giftschaden an sich ist zwar okay, aber nicht allzu wichtig, ne? Ach ja, und die Teile kann ich jetzt mittlerweile auch rausnehmen. Ich habe nämlich, glaube ich, keine Burst Worms mehr. Viel Waveblade. Wie viele Demon Minions habe ich? Nein. Zwei. Wow. Wenn du den Schnodder. Ist das zu spät? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Dann ist auch die zwei Giftgoblins raus. Du machst das nur, wenn das Cooldown erreicht wird, ne? Wie viele Leute von euch haben den Cooldown auf? Du hast Cooldown. Aber ansonsten... Du hast auch Cooldown. Ja, den Ritter kann ich ja nicht auch rausschmeißen. Ich habe gerade auch noch einen Baum gesehen, den wir loswerden. Der ist nur gerade nicht auf der Map. Da ist er. Haben wir unsere beiden Könige drauf? Nur einen. Nur einen, das ist... Lassen wir erstmal. Nature Minion. Ja, komm. Ziemlich spät, aber egal. Ich weiß gar nicht, was ich hier eigentlich will. Ha, dann gib mir den. Ich meine, das ist der Fernkämpfer. Okay. Jetzt haben wir beide Skelettkönige da drauf. Super. Alle möglichen Sachen weg, die wir nicht haben wollen. Passt. Ich glaube, ich nehme die Teile mit Self-Remove, weil die ja auch als Remove gelten und die alle möglichen Sachen boosten. Du removest dich ja dann auch irgendwann. Pilze sind auf 7. Den wandeln wir auf jeden Fall in Refresh um. Kein König.
Kein König. Ah! Ghost Chip, nee. Einfach nur Refreshes. Okay, ja. Klicken wir auch gleich mal drauf. Das ist Mumpitz. Aber 197, ja? Sheesh. Nein, nur zwei. Ich mag's nicht. Der Boom ist nicht da. Der ist eigentlich auch irrelevant. Da ist der Boom. Aber nur ein König. Ist aber egal. Ziemlich egal. Naja, komm. Nehme ich aktiv raus. Du bist bei 31. Ja, lange gedauert, bis wir einen richtigen Drachen gehabt haben. Der T-Rex, schön und gut, aber... Gib mir mal so einige. So. Jetzt kannst du hoffen, dass sich hier gleich einer unserer Königsblätter hinstellt. Einer ist am Start. Brauche ich jetzt noch für mehr Gift? Ja. Andererseits sollten wir auch dafür sorgen, dass unsere Königsskelette halt am Start sind. Ne? Death Blast, nein, danke. So, 54 Gift zu spät. Komm, packen wir beide Könige auf die Map. Ja, haben wir. Super. Dann wird jetzt mal fröhlich removed, was da ist. Passt? Ah, du auch noch. Passt, würde ich sagen. So, nur noch 17. Und... er ist down. Okay, nice! Level 13 hinter uns gebracht. Danke, Königsskelette. Dann gucken wir uns in der nächsten Folge Level 14 an. Guck mal, dass wir was mit den Ecken hier machen. Ja. Schauen wir mal, ob wir das hinbekommen oder nicht. Leute, sehen wir uns in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dann und ciao!